Servus Leid. Ja, der schon wieder. Es gibt fast nichts Schlimmeres wie ein Missverständnis. Das kostet oft Freunde und Bekannte. Mir passiert das oft. Ich bin ein bisschen eigenartig. Da ist meine Oma dran schuld, scheinbar. Die hat mich so erzogen, nie zu spät zu kommen. Und das, was ich sage, soll der Tatsache entsprechen. Meine Versprecher einhalten und so weiter. Jetzt bin ich eigentlich noch nie in meinem Leben zu spät gekommen. Und mein Versprechen habe ich immer eingehalten. Ob das in Zukunft auch so geht, weiß ich nicht. Das kommt ganz auf die Gesundheit drauf an. Und ich versuche es zumindest. Jedenfalls geht es um meinen letzten Film mit dem Kühlboxschießen. Da gab es Leute, die sagen, ja, ich mache da mit, aber ich kann dir das erst 3 oder 4 Wochen vorher sagen. Genau das ist der Punkt. Wenn ihr mit mir was zu tun haben wollt, dann das ist der absolute Abschuss. Wer sowas bringt, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und ich sage jetzt mal, warum. Ich gebe einen Termin zum Spaßschießen, ist ja wirklich nichts Weltberauschendes. Und da gibt es Leute, die machen dann den Fehler mir gegenüber. Ich bin Musiker und mache Termine. Das läuft dann so ab. Telefon klingelt. Ja, hallo? Der fragt, bin ich dort richtig bei der Band? Ich sage ja. Dann sagt der Mann, wir hätten nächstes Jahr als Beispiel, wir hätten nächstes Jahr Oktoberfest und er sucht die Band, ob wir dort Zeit hätten. Weil ich ja gern Musik machen will und ab und zu auch Geld brauche, bin ich da interessiert dran und sage zu. Direkt am Telefon. Oder ich sage direkt ab. Absage durch, wenn ich weiß, mein Musikerkollege hat im Oktober ihren Jahresurlaub und sind gar nicht da. Das weiß ich, das sagen die mir vorher. Wir setzen uns zusammen und dann geht es darum, wann hast du Zeit, wann nicht in dem Jahr. Man muss ja irgendwo einen Überblick haben. Dann sagt mir jeder seinen Jahresurlaub und in der Zeit nehme ich keine Termine an. Dann muss derjenige, der dann irgendwann mal einen Fehler macht, und beim ausgemachten Termin nicht an Bord ist, weil er mit der Freundin irgendwo hin wollte oder schon irgendwie irgendwas vorgehabt hat, dann zahlt er im Falle einer Konventionalstrafe den Betrag. Ich unterschreibe dem Mann, okay, die Band kommt. Der stellt ein Festzelt hin, 25.000 Euro investiert er in Zelt, in Bedienungen, kauft Getränke, das Ganze drumherum, zahlt der Mann vielleicht 50.000 Euro und die Band erscheint nicht.
ich habe mit dem einen Vertrag, dass ich dort in dem Oktober, jetzt zum Beispiel als das Oktoberfest, erscheine ich mit meiner Band und mache für dich Musik. Vertrag unterschrieben und ich hafte. Da geht es um Existenz. Ich weiß nicht, ob ich im Oktober noch lebe, krank bin oder irgendeiner von meinen Mitmusikern schlapp macht. Dann muss ich gucken, dass ich Ersatz kriege und so weiter und so fort. Also ein riesen Chaos. Und trotzdem will der Mann am Telefon wissen, kann ich oder kann ich nicht. Selbstverständlich kann ich. Weil ich will Geld verdienen. Bei mir ist es jetzt so, ich mache Spaßschieße. Leute haben mich schon angesprochen, hey, wenn du mal wieder was machst, ich will da dabei sein. Dann gibst du den Termin raus, rechtzeitig, dann kommen diese Knöpfe. Das kann ich da erst 3 oder 4 Wochen vorher sagen. In meiner Welt gibt es das nicht. Vollkommen unmöglich. Die richtige Antwort ist, Kurt, ich rufe dich zurück. Dann geht der Mann hier, redet mit seinem Chef, redet mit seiner Frau. Hey, an dem Tag will ich beim Kurt schießen und mach das klar. Dann ruft er mich zurück, sagt, Kurt, es geht. Oder tut mir leid, es geht nicht. Bei dem letzten Kühlbox-Schießen, das jetzt ausgebucht ist, waren Leute dabei, kenne ich gut, wir telefonieren öfter, sagt er, ich wäre gern dabei, aber ich bin so weit weg und sei Gesundheit, lass nicht zu, so lange auf der Autobahn zu fahren. In Ordnung, kein Thema. So ist es richtig. Ein anderer sagt, schade, ich habe meinen Jahresurlaub schon gebucht, ich kann nicht. Oder es gibt auch die Möglichkeit, hey Kurt, ich habe Strafe abzusitzen, ich sitze in der Zeit in Frankenthal, in U-Haft oder was, egal was. Es gibt ja Gründe, wo es nicht geht. Und das checkt man ab. Und innerhalb einer Woche hat man das abgecheckt. Und dann ruft man an, ich mache mit oder nicht. Und nicht dieses Gefasel von, ich kann dir das erst in 3 oder 4 Wochen vorher sagen. Mir gegenüber bitte niemals so ein Spruch. Da stellen sich bei mir sämtliche Haare im Nacken noch oben. Das ist für mich dermaßen abtönend. Da wäre ich glatt verrückt. Sowas gibt's nicht. Also, derjenige, der mit mir was zu tun haben will, bitte diesen Spruch nicht. Entweder okay oder nein. Oder heute mal, ich muss abklären, ich sage dir Bescheid. Aber niemals, das kann ich da 3 bis 4 Wochen vorher sagen. Das geht in keinem Fall. Absolut nicht. Ich hoffe, das ist jetzt endlich mal durch. Ich verliere jedes Mal Bekannte, weil die, das ist für mich, er will sich hinter die Höhle auflassen. Naja, ich will jetzt nicht zusagen, wenn ich zusage, dann ist er stinkig, wenn ich nicht komme. Nee, er ist nicht stinkig. Es gibt Telefon, dann ruft man an, mir ist was dazwischen gekommen, ich kann nicht kommen. Dann ist das kein Thema, dann ist das okay. Aber jetzt schon sage, das kann ich da erst 3 bis 4 Wochen vorher sagen. Machen das nicht. Ihr braucht mit mir niemals mehr ein Wort zu sprechen, wenn ihr das mal gemacht habt. Das ist out. Ich hoffe,
dass das jetzt endlich mal bekannt wird und so gehandhabt wird. Entweder man kommt oder man kommt nicht. So ist es. Wenn ihr das anders gewohnt sind, machen das anders, aber bitte nicht mit mir. Ist das klar jetzt? Endlich mal. Ich hoff's. Macht's gut. Jo, dann wünsche ich euch viel Spaß. Viel Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste, was man hat. Diese Sachen sind lebensunwichtig. Ob ich jetzt einen Termin ausmache oder nicht. Aber versetzt euch in meine Lage. Ich will das nicht. Und wer mit mir will, der macht das so, wie sich das gehört. Endlich mal, ich verliere darüber keinen Ton mehr. Also, wer anruft, ja, ich mache damit 3 bis 4 Wochen, der braucht nie wieder anzurufen. Macht's gut, es tut mir leid, weil meistens die besten Leute so agieren. Sie wollen sich einfach hinter dir auflassen. Schade vor. Es waren die besten Leute für mich. Tschüss.